Haltet euch fest, gestern Abend gab es gleich drei fette News für die Sims 4, die ich euch in diesem Video kurz zusammenfassen möchte. So viel vorweg, die Entwickler bringen einen heißgeliebten Community-Wunsch im Baumodus wieder zurück ins Spiel. Beginnen wir zuerst mit dem neuen Gratis-Update, welches für alle Spieler veröffentlicht wurde. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit der Community erstellt und beinhaltet ein paar coole neue Objekte. Wenn man jetzt über die hinzugefügten Objekte hovert, kann man direkt sehen, von welchem Ersteller das Objekt stammt. Im Ersteller 1 Sim-Modus haben wir diese neue Hose, ein neues Oberteil für Frauen, eine Kopfbedeckung, einen neuen Lippenstift, neue Hautdetails, eine Hose und Oberteil für Kleinkinder erhalten. Der Baumodus hält hingegen diese Auswahl an neuen Objekten für uns bereit. Außerdem können wir uns über drei neue Gerichte freuen, die ab Level 6 der Kochenfähigkeit zubereitet werden können. Die zweite und für manche Spieler wahrscheinlich spannendste News: Im gestrigen Entwickler-Livestream gab es einen kleinen Teaser zu einem kommenden Spieleinhalt. Ende März erhalten wir nämlich die Hochbetten wieder im Spiel zurück. Nicht aber in Form eines kostenpflichtigen Pack-Inhaltes, sondern für alle per Gratis-Update. Ich muss zugeben, dass mich diese News wirklich überrascht hat. Aus dem Nichts erhalten wir jetzt nach insgesamt fast 7 Jahren Warten die Hochbetten mit 2 Betten übereinander zurück im Spiel. Diese können vor allem beim Einrichten einer kleinen Wohnung oder bei mehreren Sims in einem Zimmer platzsparend verwendet werden. Als letztes wurde unmittelbar nach dem Erscheinen des neuen Updates eine weitere Entdeckung gemacht. Die Entwickler implementieren einen neuen Pack-Typ, die sogenannten Sets. Nachdem wir jetzt schon große Erweiterungspacks, Gameplay und Accessoire-Packs im Spiel haben, wird es demnächst insgesamt 3 verschiedene Sets im Spiel geben, die laut dem Code nur kleine Inhaltspakete sind. Ich kann mir vorstellen, dass diese von der Größe und vermutlich vom Preis noch unter den Accessoire-Packs angesiedelt sind. Wann genau die Sets veröffentlicht werden, ist derzeit noch unklar. Ich stelle euch kurz die jeweiligen Themen vor. Die Sims 4 Retrofit und Schick-Set. Kleide deine Sims im Die Sims 4 Retro Fit und Schick Set mit sportlicher Freizeitbekleidung im Retro-Stil ein. Mit diesen brandneuen Ersteller 1 Sim-Objekten halten nostalgische Farben, kräftige Muster und trendige Schnitte im Kleiderschrank deiner Sims Einzug. Aktualisierte Klassiker und Sportbekleidung verleihen dieser einzigartigen Kollektion und dem modischen Look deiner Sims den letzten Schliff. Die Set-Features sind: Bringe dich stilvoll in Form und Modeknüller aus der Vergangenheit. Das nächste Set ist Die Sims 4 Landhausküche. Verwandle die Küche deiner Sims mit dem Die Sims 4 Landhausküche-Set in den zauberhaftesten Raum des ganzen Hauses. Mit den trendigen Objekten im Baumodus, die von Vintage-Kühlschränken bis hin zur Kassenrolle reichen, kannst du deine Küche im zeitlosen Stil einrichten. Die Set-Features sind komfortabel kochen und mach es dir gemütlich. Und das letzte Set ist Die Sims 4 Hausputz. Hol den Staubsauger raus und mach sauber im Die Sims 4 Hausputz-Set. Staub sammelt sich an und im Zuhause deiner Sims tummeln sich freundliche Wollmäuse und hinterhältige Schmutzteufel. Beseitige den Schmutz durch Putzen oder stelle dich auf ein Leben im Chaos ein. Bewältige die Hausarbeit mit neuen Stimmungen und Belohnung für die verschiedenen Verschmutzungsgrade. Staubsaugern für den Kampf gegen den Schmutz und Bestreben rund um das Thema Sauberkeit. Die Set-Features sind hier Staubwolken, Ordnung in dein Leben und bekämpfe den sich ausbreitenden Schmutz. Insgesamt bin ich wirklich gespannt, wie und vor allem in welcher Menge die Entwickler noch neue Sets ins Spiel hinzufügen werden. Vielleicht löst dieser neue Pack-Typ bald den Store aus Die Sims 3 ab. Ich bin wirklich überrascht, wie viele News es jetzt plötzlich noch hintereinander gab. Lassen wir uns überraschen, wann wir ebenfalls mehr Infos zu den letzten beiden Themen erhalten werden. Was denkt ihr über die 3 Themen und welche News ist für euch die überraschendste? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.